Hallo, willkommen zurück zum Let's Play von Sherlock Holmes, Devil's Daughter. Wir sind in Folge 6 und wollen jetzt den Fall Nummer 2, eine Studie in Grün, beginnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bin schon gespannt, was uns hier erwartet. Das sieht ja ein bisschen nach Garten aus. Oh ja, Garten ist immer gut. Und ob der Hund wieder zum Einsatz kommt, zum Schnüffeln. Gut gemacht, Watson. Holmes, Sie kegeln in der Wohnung? Nicht kegeln, mein lieber Watson. Ich spiele Bowls. Ernsthaft? Mit Ihrer Verletzung? Oh nein. Mrs. Hudson wird Sie umbringen. Fürs Erste reicht es. Zeit zu gehen. Möchten Sie mich begleiten? Sie sind unverbesserlich, Holmes. Und wohin gehen wir? Ich nehme an der Finalrunde des jährlichen Turniers teil, das der Bowls Club des Archäologischen Instituts von London veranstaltet. Es ist eine offizielle Einladung. Ich muss mich noch passend anziehen, dann können wir los. Oh, jetzt müssen wir uns noch umziehen vorher. Wobei er es nur gesagt hat, in der Aufgabe steht es nicht drin. Geht in den Club. Was ich aber schauen wollte, was wichtig ist, geht das Fernglas wieder. Nein. Schade. Ich werde es überall kontrollieren. Wer hat da schon wieder seinem eigenen Schwanz hinterhergejagt? Ich sollte öfter mit dir Gassi gehen. Okay, hier auf dem Tisch liegt noch was rum. Meine Tasche mit den Bowls-Kugeln für das Turnier. Okay, wahrscheinlich spielen wir dann gleich ein bisschen. Mein Analysetisch. Hilfreich bei meiner Arbeit. Aber mein Analysetisch. Kannst ja mal schauen, ob ein Brief irgendwo liegt. Ja, ich gehe gerade die Bank hindurch. Vielleicht steht jetzt so ein Bericht vom letzten Mal dran. Ja, das war ja letztens am Kamin, ne? Genau, da sind jetzt keine mehr. Und wie muss man sich denn anziehen, wenn man zum Bowls geht? Freizeitkleidung, würde ich sagen. Hört sich gut an. Aber er hat doch schon einen Mantel an. Nee, und du doch mit dem Mantel nicht bowlen, oder? Eigentlich macht nicht. Macht man den Seelsorger. Sportkleidung. Ja, das ist okay. Eigentlich müssen wir uns das ja nicht schminken, nehme ich mal an. Lass mal was so stehen. Bestätigung wenden. Okay. So, jetzt haben wir die Sportkleidung an. Schauen wir mal, ob der Watson noch was spricht. Holmes, sind Sie sicher, dass Sie das tragen wollen? Was ist damit? Okay. Jeder im Club trägt so etwas. Haha, alleine die Vorstellung. Ich hoffe nur, dass unsere reizende Nachbarin sie nicht in diesem Aufzug sieht. Sieht doch gut aus. Was hat das jetzt mit? Da hängt was an der Tür. Ach, guck mal hier. Ha, was zum Vorlesen. Sherlock Holmes, erinnern Sie sich noch an mich? Dr. Ruben Fischer, Sie sind ein armseliger Detektiv, das sollte mal gesagt werden. Sie haben den Grund für das Ganze einfach nicht verstanden. Wir hatten das kleinere Übel gewählt, um eine bessere, strahlendere Zukunft zu erreichen. Es mussten einige wenige geopfert werden, um der großen Mehrheit zu helfen. Eines Tages werden Sie sich noch an diese Worte erinnern. Absolut hochachtungsvoll, Dr. Ruben Fischer. Also das ist wohl vom letzten Fall, wenn es unter Echos drin ist. Okay, dann wissen wir. Und der hat es hängen lassen. Okay. Gucken wir mal noch, ob das Mädel noch ist. Oh, es sieht ja schon aus wie ein Kinderzimmer. Ja. Ist die Wohnung jetzt hier eingezogen? Sehr klischeehaft. Oh, guck, schöne Bilder hat sie gemalt. Aber wir können ihre Sachen nicht erfüllen, das ist gut. Schauen, ob es hier noch was beim Zeitungsjunge vor der Tür gibt. Oder da? Ja, genau, da steht auch da vorne. Ich war ein bisschen verwirrt, ob er in dem Fall auch da steht. Und der Wiggins steht auch da. Sorry.
Bettler im Anstalt ab sofort offen für alle. Glauben Sie, dass jemand, der Ihnen nahesteht, von Sinnen ist? Sind Sie es leid, Ihre kranken Familienmitglieder zu pflegen? Oder haben Sie vielleicht jetzt nicht mehr alle Tassen im Schrank? Dann haben wir die Lösung. Die Bettler im Anstalt. Okay. Mit unseren modernen Behandlungstechniken können wir garantieren, dass Sie oder Ihre Liebsten recht bald und auf jeden Fall Frieden finden. Unsere Erfolgsquote beträgt überwältigende 93,3%. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Dr. Herbert West. Das hört sich ja nicht schlecht an. Naja. 93%. Was kann ich für Sie tun, Mr. Holmes? Ich glaube, wir haben noch keine Aufgabe für ihn. Sonst gab es ja, glaube ich, vor dem Laden hier direkt niemanden. Mehr. Also fällt mir jetzt nichts ein. Nee. Okay, dann gucken wir mal, wie wir das mit der Karte hinkriegen. Einmal zum Club. Schauen wir mal, was da rauskommt. Der Ladebalken ist auch wieder lang. Bin mal gespannt, da kommt bestimmt gleich ein Intro. Mr. Holmes, Sie haben gestern sehr gut gespielt. Sie schmeicheln mir, Sir Charles. Ich treibe viel Freiluftsport. Das ist der Schlüssel zu meinem Erfolg. Mein Freund Dr. Watson wollte mich begleiten. Wirklich? Möchten Sie den Hauptpreis sehen, Mr. Holmes? Ein seltener Maya-Steinkalender der Kichi. Der Kichi? Ja, hier drüben steht eine Statue ihres legendären Königs Tikkun Umar. Nun ja, zumindest eine Kopie der Statue aus Metall. Die? Da nur Mitglieder Zutritt zum Clubhaus haben, stellen wir den Kalender im Freien aus. Schauen Sie sich ruhig um. Okay, da ist der Kalender, oder? Diese Statue besteht aus Metall. Viel Glück, Holmes. Die haben ja alle exakt das gleiche an. Kalender wir haben nur den Helm vergessen. Ein fantastisches Kunstwerk. Da ist noch was. Da ist noch ein Schild. Die Statue von Tikkun Umar. Ist echt Einheitskleidung. Jeder hat so ein Ding, wenn er Sport macht anscheinend. Interessant. Mhm. Ich frage mal schwer, wer durchs Spielfeld rennt. Da gibt's auch nichts. Ah, aber da hinten. Da gibt's was. Wissen Sie, gegen wen Arthur im Finale spielt? Sherlock Holmes. Ah, Mr. Holmes, sind Sie bereit für die Finalpartie? Die Finalpartie? Ich habe doch noch bei mir angefangen. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche noch Zeit. Ich möchte erstmal umgehen, bevor wir zocken. Aber ich wollte... Ach so, wenn du da unten jetzt hingehst. Da kommt die Finalpartie. Viel Glück, Holmes. Oh, es gibt Essen. Ich habe im Viertelfinale verloren, aber das lag nie... Schauen wir vielleicht, was es zu essen gibt, aber wahrscheinlich können wir uns nicht bedienen. Oh, lecker. Da krieg ich gleich Hunger. Dem hast du nicht gesprochen. Mr. Holmes, es freut mich, dass Sie mein Finalgegner sind. Man nennt mich Arthur den Unbesiegbaren. Also wünsche ich Ihnen viel Glück. Gegen den müsste man anscheinend spielen. Aber wir haben ja gut trainiert im Büro. Das müsste ja hinhauen. Bestimmt wieder so eine Action-Geschichte. Mal sehen, ob wir noch zur Tür reinkommen. Nur Clubmitglieder haben Zutritt. Ach, bist du nicht im Club? Dann gehen wir los. Rede ich jetzt mal mit ihm und nicht mit den Bällen. Mal gucken, ob das gleich über rauskommt. Sind Sie jetzt bereit? Ja, da kommt's gleich über raus. Ja, möge das Finale beginnen. Oh Gott, was muss man jetzt machen? Wie funktioniert denn das Spiel? Du musst mehr Bowlskugeln näher an der Zielkugel platzieren als er. Okay. Das ist die Zielkugel. Ach, die wirft jetzt weg. Ja. Und jetzt wirft man mal abwechselnd und stößt die Dinger weg, oder nicht? Die Kugel des anderen. Und das wieder nicht. Warum sieht denn das so gebogen aus? Na, du wirst wahrscheinlich einen Bogen. Das sieht nicht so gut aus. Nein. Ja, ist ja aus dem Feld geblieben. Also auf jeden Fall ein bisschen weiter nach rechts dann.
Und er hat braune Kugeln. Sieht aber jetzt, würde ich fast sagen, genauso weit aus, oder? Ich würde das mal ein bisschen näher und ein bisschen weniger springen. Ja, das sieht schon besser aus. Und was ist, wenn man die weiße Kugel wegstößt, dann verschiebt sich alles, oder? Keine Ahnung. Oh Mann! Ja, guck dir den mal an. Aber guck mal, er ist weiter weg als du. Ganz klein bisschen mehr Schwung als vorhin. Das ist gar nicht so leicht zu treffen, das ist am Anfang von Rot. Oh, das ist gut. Naja, das ist vorbeigerollt. Na, aber Sandwurf sah jetzt nicht so gut aus. Also eigentlich liegen wir ja ganz gut da, aber... Vielleicht löst er uns am Ende noch die Kugeln alle weg. Das geht bestimmt wieder ein bisschen zu weit. Oh, die sieht gut aus. Oh ja. Aber das heißt, Runde 1, das heißt, es gibt mehrmals danach. Oder wie? Oder haben wir jetzt gewonnen? Also Runde 1 hast du auf jeden Fall gewonnen, wie es aussieht. Vielleicht gibt es dann entweder 2 oder 3 Runden. Oh, 3 Punkte und er hat 0. Na dann, nächste Runde. Ja, überspringen machen wir nicht, dann müssen wir das Spielchen jetzt abspielen. Ach, wir dürfen schon wieder den Ball schmeißen. Die C-Kurve, Kennst du das Spiel? Mhm. Ich glaube, ich habe das so mal alte Herren spielen gesehen. Auf dem Parkplatz. Okay, jetzt brauchst du weniger Schwung. Das war wahrscheinlich zu wenig, oder? Nee. Das war doch eine zu viel. Ja, krass, dass sie noch so weit gekullert ist. Vielleicht ist er am Berg. Wir hätten uns ruhig die Regeln erklären können. Ja, wahrscheinlich geht man davon aus, dass man die Regeln kennt, wenn man Sherlock Holmes kennt. Also, ich weiß nicht. Eigentlich dachte ich, wir spielen hier ein Detektivspiel, aber ich habe da mal ein bisschen nachgelesen, so wie es aussieht. Das ist der einzige Teil von den ganzen Sherlock-Titeln, der Devil's Daughter, wo halt sowas hier mit drin ist, so Action-Passagen oder so Spiele oder sowas. Und deswegen hat das Spiel auch negative Kritik gekriegt. Irgendwie, ja, ich sag mal, ich würde lieber gerne Fälle lösen, als hier Bulls zu spielen. Da kann ich auch auf der Wii Sports spielen oder irgend sowas. Ja, das stimmt. Der da wirft ja eigentlich dafür, dass er der Finalgegner ist, gar nicht so verdammt gut, wie ich gedacht habe. Siehst du das anders? Nee, das spielt ganz schön schlecht. Hat wahrscheinlich einen sehr schlechten Tag. Oder ich bin ein Naturtalent. Wahrscheinlich. Oh, guck dir mal das an. Ah, da liegen wir nebeneinander. Warum haben wir eigentlich noch eine vierte Kugel, wenn wir nur dreimal schmeißen? Vielleicht, falls eine ins Ausgeht. Oh, oh. Die könnte nachkommen. Ach nee, jetzt. Nee, man muss 4 werfen. Vielleicht werden nur die 3 besten Würfe gewertet. Vielleicht ist bei jeder Runde eine Kugel mehr dabei. Das war von Anfang an 4. Ja, das war scheiße. Das war viel zu stark. Außer... Oh, ich habe ihn angeschubst. Und yes! Ein perfekter Strafe. Hast gesehen, alles schön zurechtgelegt. Ja. Wenn er es jetzt nicht versaut, dann müssen natürlich jetzt die Weiße rausboxen. Da kommt er nicht mehr ran. Nee. Hä?
Wieso haben wir jetzt nur 4? Ach, Runde 2, das ist das Ergebnis von Runde 2. Nee, du hast insgesamt 4 Punkte. Dann habe ich davon einen Punkt zugekriegt. Scheinbar. Spielen wir uns wahrscheinlich mal bestimmte Position. Ich habe keine Ahnung, wie viele Runden das sind. Denk mal 3, wenn du alle 3 gewonnen hast, dann. Aber es steht doch nicht schon 14-9. Aber er könnte jetzt theoretisch 4 Punkte machen. Schon. Ob das okay war oder zu stark. Ich sag, dass die auch immer einen Bogen kullern und nicht einfach gerade rollen können. Ne, war gar nicht perfekt, war zu weit. Aber er hat noch schlechter geworfen, würde ich sagen. Ja, das ist so die Hauptsache. Ja, das ist auch wieder zu weit. Und ich habe die andere noch weggeschubst. Oh nein. Ich muss eigentlich weiß treffen, dass die weiter nach hinten fliegt. Aber vielleicht zählt das denn als faul oder so? Ja, nicht. Oh oh. Jetzt ist er aber ein bisschen besser als du. Naja, gut. Jetzt mal mit ein bisschen weniger Sprung. Hey. Doch stehen. Sie rollt immer weiter. Gibt's doch gar nicht. Guck mal, die sind auch gar nicht richtig rund, darum laufen die wahrscheinlich auch so ein bisschen schräg. Siehst du das? Ja, ja. So fast wie halbrunde Reifen oder so. Die Eier sehen die aus, irgendwie von oben. Black Earth ist auch ein bisschen. Versuchen wir es nochmal die letzte Kugel. Bin ich mal gespannt, wer jetzt gewinnt. Aber eigentlich mit 4-0, da können wir doch gar nicht mehr verlieren. Außen ist die 10 unten. Das hoffe ich jetzt mal nicht. Das hoffe ich mal auch nicht. Boah, den hat er auch hingeschmissen. Den hat er versaut. Ich denke, wir sollten immer noch vorne liegen. Die zwei roten liegen ja relativ nah dran. Jetzt haben wir 2 gekriegt. Aber es reicht. Gott sei Dank. Gratulation zu dieser Leistung, Mr. Holmes. Herausragend. Die Preisverleihung findet morgen früh statt. Wir sehen uns, wenn Sie den Kalender entgegennehmen. Sie kommen bestimmt auch, Dr. Watson, oder? Leider habe ich morgen keine Zeit. Die Arbeit ruht nicht. Ah, oh nein, jetzt schade. Noch keine Zeit. Gehen wir heim. Müssen reingehen. Zur Preisverleihung gehen. Das ist jetzt schon mein neuer Job. Am nächsten Tag? Das heißt, du sollst jetzt nach Hause gehen, oder wie? Und dann wird er bestimmt. Und den wird er bestimmt entführt. Ich wollte trotzdem gucken, jetzt kann man wahrscheinlich nicht da oben rein. Die Frage ist, gibt es hier jetzt noch irgendwas oder kann man direkt reingehen? Clubmitglieder haben Zutritt. Guck mal nochmal, was er quatscht, wenn wir uns irgendwie hingehen. Bis morgen früh, Mr. Holmes. Okay, dann wird uns los werden. Ich gratuliere. Kleine Häppchen für uns. Wir sind die Gewinner und kriegen kleine Häppchen. Sehr ärgerlich. Irgendwie schon. Dann fahren wir mal rein, was ich da jetzt ins Bett legen lasse und da rumkriegt. Ja, das ja sehen wir. Aber man ist zu Hause machen. Er liest wieder was über Vaterschaft. Oh, Vater! Hallo, Mr. Bouvier. Hallo, Mr. Holmes. Ja, Caitlin? Wie du aussiehst!
siehst. Gefällt's dir nicht? Oh, doch. Caitlin, sei respektvoller gegenüber deinem Vater. Jetzt kannst du analysieren. Die hat schöne blaue Augen. Schöne blaue Augen. Das zählt nicht. Warum nicht? Exzentrischer Schwung. Nee, warte mal. Woran zeigt das? Nee, ist aber kein fünfzackiger Stern, ne? Mhm. Ich würde sagen, exzentrischer Schmuck. Ja. Hoffen wir, dass uns sowas nicht das Genick bricht. Mhm. Was, wenn man Gefangenen, wenn man jemanden an der Haftanstalt hat, kriegt man eine Liebeskette oder was? Tja, vielleicht war das vor 100 Jahren so. Okay, irgendwas fehlt da. Narben, ne? Das sieht wie Ritzerei aus. Mhm. Nicht nach Unfall, eher nach zerstörten Versuch. So, und jetzt fehlt uns noch eins. Wahrscheinlich irgendwas in ihrem Gesicht. Der Hut vielleicht? Nee, da kannst du nicht hin. Der ist zu hoch. Ich fand das in dem anderen Spiel, also ich finde das hier sehr uneindeutig, wenn das so gelb wird, man erkennt das kaum mehr. Tiefer kannst du auch nicht. Da. Nicht verheiratet. Ungenaue Analyse stand da. Wieso ist die ungenau? Vielleicht kann man die später noch genauer analysieren. Vielleicht ist das was Neues. Nochmal kannst du nicht, ne? Sie hat mir über ihre ganzen Reisen erzählt, Vater. Sie war schon überall auf der Welt mit ihrem eigenen Vater. Ihre Tochter ist reizend. Und sie war an Bord des Orient Express, als er angegriffen wurde. Oh, was für ein Traum. Genau. Sie ist so einfallsreich und kreativ. Das erinnert mich daran, dass ich sie fragen wollte, ob Caitlin mich besuchen kann, um ihr Klavierspiel zu üben. Thomas, ihr Klavierspiel, das wäre eigentlich... Wir können nur ablehnen. Kids Ausbildung vielleicht? Warum können wir es immer da spielen lassen? Tja. Können wir nochmal ein bisschen. Nochmal die Kette okkult. Okkulter Schmuck draus. Das ist dann vielleicht exakter Wort. Wie tausche ich das? Ja, das ist komisch, ja? Kann man das nicht nochmal ändern? Welche Taste werde ich ändern? AD kannst du, wenn du AD drückst, da passiert nichts, ne? Ja, da bin ich nicht mehr. Nee, nicht. Na gut. Kann ich glaube nicht ändern, aber bei selbst so einem Versuch bin ich mir schon sicher. Bei der Kette keine Ahnung. Ja. Naja, dann lehnen wir es ab, ne? Wegen der Ausbildung. Das ist nett, aber ich habe beschlossen, dass Kate mit dem Klavierspielen aufhört. Oh, Vater, was sagst du denn da? Caitlin, wir sind Nachbarn. Wir werden uns wiedersehen. Bis dahin lasse ich dir dieses Buch hier. Vielen Dank, Miss Alice. Jetzt ist schon der nächste Morgen. Ja, siehst du. Dann können wir bestimmt unseren Preis abholen. Was sagt er denn, Mittag? Achso, nee, ich will mich nicht verklagen. Ja, Er sagt den Preis abholen. Mhm. Ja, also ich habe jetzt nichts Neues gesehen. Und dann haben wir einen schönen Maya-Kalender. Also mir ist immer noch nicht ganz klar, was der Fall jetzt eigentlich gerade ist. Na, warte mal ab. Wenn du jetzt ankommst, ist er bestimmt. Die Statue war es. Sie hat Zacharias getötet. Beruhigen Sie sich, Sir Charles. Sie stehen unter Schock. Lassen Sie uns arbeiten. Was kann ein einfacher Inspektor wie Sie schon machen? Sie haben keine Ahnung. Ein einfacher Inspektor? Also wirklich.
Und da kommt Mr. Holmes. Lestrade, haben Sie etwa auch einen Preis gewonnen? Sehr witzig, Mr. Holmes. Gehen Sie nach Hause. Die Siegerehrung fällt aus. Hier wurde jemand ermordet. Wirklich? Was? Und ich dachte, ich komme wegen dem Preis. Ich weiß. Ich habe Sie auf der Spielerliste gesehen. Gehen Sie. Sie wollen mir nicht gratulieren? Was? Halten Sie mich für so naiv? Zuerst wird hier jemand ermordet und dann tauchen Sie ganz zufällig auf. Was für eine Überraschung. Oh, Sie übertreiben wieder maßlos, Lestrade. Tun wir doch einfach so, als ob ich ein einfacher Verräter sei. Ihr ergebener Assistent. Ach, also gut. Das Clubmitglied Zacharias Greystoke wurde gegen 4 Uhr morgens getötet. Dort drüben. Jetzt lassen Sie mich arbeiten. Das werde ich gerne tun, Inspektor. Wie lauten denn die Fakten? Es ist recht offensichtlich. Der Täter wollte den Maya-Kalender stehlen. Zacharias Greystoke erwischte ihn dabei. Der Täter griff zur erstbesten Waffe, die er finden konnte, zum Speer der Statue, und tötete ihn. Danach floh er, als gerade Sir Charles aus dem Clubhaus kam. Leider konnten wir keine Spuren jenseits der Mauer des Clubs finden, als ob sich der Täter in Luft aufgelöst hätte. Sehen Sie sich selbst um. Haben Sie das Clubhaus durchsucht? Wozu? Die Tat hat sich draußen ereignet. Im Clubhaus waren wir, aber vielleicht können wir da auch. Ein Teil der Befestigung der Statue. Das sind Teile des Podests. Spuren von Metall auf Stein. Metall auf Stein. Ja, irgendwas, wie das Ding wahrscheinlich wegtransportiert wurde. Spuren von Metall auf Stein. Die Fläche ist beschädigt. Das Befestigungseisen ist kaputt. Als ob das einer. Die Statue hat sich offenbar von ihrer. Ausgerissen hat? Ja, hat so, als wenn sie jemand rausgerissen hat. Trotzdem muss es ja auch irgendwo hingestellt haben. Sieht mit denen da hinten aus. Den kennen wir. Was sagt die Polizei? Wissen Sie irgendetwas? Die reden untereinander. Naja. Da liegt der Tote. Ja, der Speer ist. Dieser Speer kam von der Statue auf dem Podest. Da, der hat noch was in der Tasche. Ich glaube, da war. Ja. Initialen noch. Das Geld wurde nicht genommen. Die Brieftasche war wohl in. Na, egal. Die Uhr auch. Sieht ja auch goldig aus. Das Gehäuse hat Kratzer und Dellen. Da muss noch was drin sein. Tissot-Uhr. Schwarz. 1855. Diese Uhr ist alt und wertvoll. Sie hat viel durchgemacht. Und wurde nicht geklaut. Ich glaube, meine Timeline richtig im Kopf ab. Ist die jetzt so 50 Jahre alt sein im Spiel? So. Greystoke. Über 40. Diese Abbildungen stellen Maya-Symbole dar. Irgendwas habe ich gerade überklickt gehabt. Da, die Füße. Trockene Blätter. Sie erzeugen Geräusche, wenn man auf sie tritt. Greystoke hat das wohl getan. Am Opfer fehlen keine Wertgegenstände. Der Treffer war gut gezielt und kräftig. So, was haben wir denn jetzt hier? Zeugenbefragung und Tatortuntersuchung. Das Podest haben wir. Den Maya-Kalender. Und Wetter bei der Leiche. Okay. Denk jemand mal beim nächsten Mal weiter. Schön, dass er dabei gewesen ist. Tschüss.